Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens The DAX heute am Dienstag, dem 15. September 2020. Gestern war der DAX gut gestartet, dann verpufften die Gewinne. Heute war es zunächst andersherum, der DAX etwas schwächer gestartet, dann setzte jedoch eine Kurserholung ein. Inzwischenzeitlich fiel der Leitindex auf ihren 10-Tages-Durchschnitt zurück, tief 13.138, aber wir sehen, der DAX konnte sich um 80 Punkte in etwa erholen und konnte sogar noch ein kleines Kursplus von 0,18% hier auf die Beine stellen. Aber seien wir doch ganz ehrlich, das ist wirklich kaum der Rede. Der DAX steckt fest zwischen Unterstützung und Widerstand. Wir warten auf die Hexen, wir warten auf die Fed. Also hier wartet man also ganz klar auf die entsprechenden Impulse. Auf die kommt es nämlich an und die werden entsprechend charttechnische Wirkungskraft dann entfalten. Aber aktuell zumindest hat sich hier wahrhaftig keine schlagartige Änderung ergeben. Gleiches gilt nämlich auch für MTU. Wenn wir das Ganze uns mal übergeordnet anschauen, anhand des Wochencharts, für mich bleibt es nämlich dabei, erst wenn wir die Kurszone 168 bis 174 nach oben durchdringen, wären Kurse bis 190 ja auch 200 Euro definitiv möglich. Solange dies jedoch nicht der Fall ist, bleibt die Aktie für mich unterhalb dieser entsprechenden Widerstandszone gefährdet für eine weitere Kurskorrektur. Und das sollte man entsprechend auch immer wieder stets hier vor Augen behalten. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis morgen, dann wieder mit dem Blick auf die Wall Street.